Herzlich willkommen zu unserem Launch-Event für den Film, den wir neu angefertigt haben. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns hier zu sein und sich diesen Launch-Event anzuschauen. Herzlichen Dank dafür. Wir arbeiten ja mit vielen von Ihnen oder mit fast allen von Ihnen zusammen an der Vision eines Leichtbaus im urbanen System, die Vision der Stadt von morgen, wie wir uns dort bewegen, wie wir dort leben, wohnen und essen werden. Wir haben diese Vision, war bisher immer ein großer Mangel für uns, nie als Bild dargestellt, sondern sie existierte nur in unseren Köpfen. Und es freut mich deshalb besonders, dass ich Ihnen heute einen Film vorstellen kann, in dem wir diese Vision zusammengefasst haben. In wenigen Minuten, in 2 Minuten und 10 Sekunden werden Sie sehen, wie sich diese Vision darstellt. Ich möchte jetzt auch keine lange Vorrede machen. Ganz kurz zu unserem Ablauf. Wir würden Ihnen als allererstes den Film vorstellen. Natürlich, das ist ja das Allerwichtigste hier. Und das Zweitwichtigste, Entschuldigung an unsere Experten, aber in diesem Fall wirklich nur das Zweitwichtigste, sind unsere Experten, mit denen wir dann im Anschluss ganz kurz reden werden, ein kurzes Statement dazu. Und damit würden wir Ihnen heute einen Teil der Information geben, wie wir in Zukunft mit dem Leichtbau im urbanen System weiter fortfahren wollen. Und jetzt spanne ich Sie nicht länger auf die Folter. Ich bitte darum, den Film ablaufen zu lassen. Bitte. Wie sieht unsere Stadt der Zukunft aus? Wie werden wir bauen, uns fortbewegen? Und wie wird sich unser Leben ändern? Dank integrierter Stadt- und Quartiersplanung werden Architektur, Mobilität und Logistik eng miteinander verknüpft. Somit optimieren wir sektorenübergreifend die Raumnutzung in der Stadt und sparen gleichzeitig wertvolle Ressourcen ein. Durch die Überbauung von Autobahnen und Bahntrassen wachsen getrennte Stadtteile auf natürliche Weise zusammen und es ergibt sich ein nahtloses Stadtbild. Das Verkehrsaufkommen wird dank der Nutzung von kleineren Fahrzeugen und Shared Capacities verringert. Die Menschen bekommen mehr Raum sowie Grünflächen zurück, die vorher durch herkömmlichen Verkehr genutzt wurden. Innenstädtische Distributionslogistik wird digital optimiert, in Mikroverteilzentren konsolidiert und damit effizient organisiert sein. Die höhere Nutzlast durch die Gewichtsoptimierung der Fahrzeuge reduziert das Transportaufkommen in der Stadt. Der intelligente Transport von Leichtbauboxen findet integriert direkt in den Gebäuden statt. Das Verkehrsaufkommen im Stadtquartier wird somit noch weiter reduziert. Auch unsere Bauwirtschaft und unsere Architektur werden sich verändern. Klimaneutrales, leichtes Bauen wird der Standard sein. Digitale sowie sektorenübergreifende Planungs- und Bauprozesse werden zur Pflicht. So sparen wir Material ein. Die Stadt und die Quartiersplanung sind neu gedacht. Durch die Integration von Architektur, Mobilität und Logistik im urbanen Raum schonen wir unsere Ressourcen, machen unsere Stadt lebenswerter und tragen außerdem zum Klimaschutz bei. Manche würden vielleicht Science Fiction dazu sagen. Wir nennen es einfach Leichtbau. Lasst uns heute damit anfangen. Ja, herzlichen Dank für die Filmvorführung. Ich hoffe, dass Ihnen als Publikum dieser Film sehr gut gefallen hat. Er soll aber auch vor allem nicht nur gefallen, sondern er soll natürlich einem bestimmten Zweck dienen. Und wir haben, Sie haben gesehen, diese Vision, die wir hier entwickelt haben, ist ja nicht aus unseren Köpfen gekommen, sondern diese Vision stammt aus allen Ihren Köpfen, die wir mit Ihren als Community entwickelt haben. Stellvertretend für diese Community haben wir 4 Gäste geladen heute für Sie, die ganz kurz ihre Ansichten zu diesem Thema hier einbringen können. Und zwar möchten wir ganz gerne eine Idee haben davon, was sich denn ändern muss. Was muss sich in der Stadt, in der Planung, in der Industrie ändern, damit diese Vision der Stadt der Zukunft, die Vision des Leichtbaus im urbanen System Wirklichkeit werden kann. Und dazu möchte ich zunächst mal als ersten Professor Johann Tomforde befragen. Johann Tomforde ist der Vater, der geistige Vater des SMART.
und hat aber dann später, in späteren Jahren, in seiner Eigenschaft als großer Geist, als Designer, die Firma T-Mobility gegründet, ist heute deren Geschäftsführer und hat diesen Film hier unterstützt durch die zur Verfügungstellung der Daten für den Yukon, für dieses kleine Lieferfahrzeug, was Sie hier sehen. Herzlichen Dank, Johann, dass du heute da bist und uns zur Verfügung stehst. Was ist deine Idee, was sich ändern muss, was wir tun müssen, damit diese Vision Wirklichkeit wird? Ja, als erstes sollten wir stärker in Prozessen und Systemen denken. Wie wir mit der zunehmenden Verdichtung der Städte, aber auch den unterversorgten ländlichen Regionen in der Versorgung und Mobilität der Menschen maximal ressourcenschonend gerecht werden. Ich meine einfach, not just another light material, das ist vielleicht das, was ich auf den Punkt bringen möchte, sondern systemische Leichtbaukonzepte durch Infragestellen von Gewohnheiten und Hardware-Notwendigkeiten bei gleichzeitiger Verbesserung bei der Abdeckung von Mobilitäts- und Versorgungsbedürfnissen. Da wir bekanntlich keine Zeit verlieren dürfen mit langen Diskussionen, haben wir bereits gehandelt und sind auf dem Weg zur Industrialisierung. Basierend auf den bionischen Leichtbaustrukturen im Rolling-Chassis unseres Yukon und der Sicherheitszelle der Frontkabine entstanden mittlerweile zahlreiche branchenspezifische Aufbauten für das Yukon-Ökosystem. Mit den urbanen Ausführungsvarianten, in denen der Yukon die Rolle eines Mini-Hubs für die Versorgung und Mobilität der Menschen übernimmt, schließen wir die Lücken in der Prozesskette vom Erzeuger zum Verbraucher. Wir sprechen hier von der Digital Urban Supply Chain, also einer intelligenten und ressourcenschonenden Versorgung der Städte und Urbanisation. Kurzum, systemischer Leichtbau zuerst, dann konzeptioneller hybrider Leichtbau und danach erst Leichtbaumaterialien. Das ist meine Philosophie bei diesem Projekt gewesen. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, Johann. Das ist in der Tat eine Philosophie, die wir ja auch in unser Konzept aufgenommen haben bei der Leichtbau-WW. Herzlichen Dank für den Beitrag. Als Nächsten würde ich gerne bitten, Armin Müller, der früher als Innovationsdirektor unter anderem bei Porsche tätig war, dort direkt für den Vorstand gearbeitet hat und für einige Gesamtfahrzeugkonzepte dort auch verantwortlich war, Erfinder und Entwickler des EPS im Übrigen, unseren Film unterstützt hat durch seinen ILO, das Kleinfahrzeug, was Sie dort gesehen haben, mit seiner eigenen Firma M Solutions. Armin, was ist deine Idee, was wir tun müssen in Zukunft, um besser zu werden in der Stadt? Ich glaube, Ton, warte mal, Armin, dein Ton ist, glaube ich, stumm geschaltet. Also grundsätzlich geht es um eine Priorisierung, dass man ein zielgerichtetes Gesamtsystem denke, oben anstellen und eine wirtschaftliche Umsetzung als Folge sehen. Damit erschließen wir folgende Potenziale. Erstmal zum Thema Raum, eine Riesenherausforderung, dass wir die Nutzung und die Priorisierung entsprechend verändern, dass wir eine lokale Harmonisierung machen, zum Beispiel von Geschwindigkeiten zwischen Fahrrädern und entsprechende Fahrzeuge. Und natürlich auch zum Beispiel wie jetzt in der Schweiz das Thema Cargo-Sous-Terrain unterirdisch oder weitere Wege aufmachen, wie man Logistik in der Stadt auch betreiben kann. Das Thema Emissionen spielt immer eine große Rolle. Das heißt, ich brauche möglichst wenig Energie, möglichst regenerative Energie und das Thema umweltverträgliche Materialien schließen sich entsprechend an. Mit dem ILO 1 haben wir uns zum Ziel gesetzt, mit möglichst wenig Raum und mit möglichst wenig Energie und regenerativer Energie einen Beitrag zu liefern. Grundsätzlich wäre es wünschenswert, wenn man, ich komme zurück auf mein Eingangsstatement, gesamtsystemisch Dinge aufbaut, die Prioritäten richtig setzt und dann auch umsetzt. Herzlichen Dank, Armin. Das ist ein sehr starkes Statement. Das freut uns sehr.
Als Nächsten würde ich gerne, wir werden uns natürlich alle fragen, jetzt reden wir über die Stadt und wieso haben wir wieder lauter Mobilitätsfachleute hier dabei. Aber das ist ja genau der interessante Anteil an dem, an der Idee, an dem System, von dem wir reden. Wir müssen an allen Ecken und Enden des Systems schrauben. Aber wir haben jetzt natürlich dann auch die Fachleute für den Bau und für die Stadt selber. An dieser Stelle Professor Lucio Blandini, der Professor Direktor des ILEC ist, des Instituts für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren an der Uni Stuttgart und Vorstand und Partner der Werner Sobeck AG, also Nachfolger des Werner Sobecks in dieser Position. Ihr Büro hat ja auch sehr viel beigetragen an Ideen und Konzepten und so weiter in dieser Vision, in diesem Film. Sie haben konkret unterstützt durch das 3D-Modell von dem Rottweiler Testturm, das hier mit in unserem Film verarbeitet ist. Herzlichen Dank, Lucio, dass du da bist. Auch an dich die Frage, was müssen wir tun, was müssen wir in die Hand nehmen, was muss sich ändern, damit wir diese Vision in die Wirklichkeit kriegen? Vielen Dank. Aus meiner Sicht, wir brauchen viel mehr auf Ressourceneffizienz beim Bauen zu achten. Und dafür sind eigentlich die Ansätze des Leichtbaus essentiell. Leichtbau im Bauwesen ist soweit eher ein Nischebereich gewesen und das soll sich dringend ändern. Wir können viel aus diesen Ansätzen, aus dem Wissen im Bauwesen, in der Architektur übertragen. Und darüber hinaus bin ich der Meinung, sollen die Gebäude anpassungsfähiger werden und sein. Die sind zu statisch, auch in ihr Verhalten bzw. auch in ihre Nutzung. Und sie sollen rezyklierfähig sein bzw. die Rohstoffe, die sollen als Sekundärrohstoffe dann generiert werden oder verwendet werden. Und in alle diese drei Bereiche sind wir beide in der Forschung, aber auch in der Planung unterwegs, also in der Forschung im Bereich der Gradientenbeton, also mehr als die Hälfte des Betons kann dadurch weggelassen werden. Im Bereich der Adaptivität haben wir unterstützt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft der erste adaptive Hochhaus, 36 Meter hoch. Das ist hier in der Gelände in Pfangen beim Institut. Und im Bereich der Rezyklierfähigkeit haben wir Beispiele gezeigt, zum Beispiel am Nest in der Schweiz, wie das umsetzbar ist. Aber das sind alle Ansätze, die noch nicht in der Praxis etabliert sind oder nicht ausreichend etabliert sind. Und aus meiner Meinung soll dafür der politische Rahmen auch gesetzt werden, damit es nicht nur nach reine wirtschaftliche Aspekte dann das Ganze betrachtet wird. Sprich, eine Flachdecke ist viel schneller gefertigt als eine andere Decke, obwohl es doppelt so viel Material angesetzt wird, sondern sollen andere Kriterien mit berücksichtigt werden. Und wenn wir das gemeinsam angehen, und da brauchen wir alle Partner dabei, dann können wir diese Wandel schaffen. Also ich nehme die zwei Stichworte mit gemeinsam. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Und die politischen Rahmenbedingungen. Und das, glaube ich, da haben wir einige Schritte jetzt unternommen in den letzten ein, zwei Jahren oder gesehen, wo der Klimaschutz jetzt deutlich einfließt in die Politik und in die Rahmenbedingungen, die gesetzt werden für das Wirtschaften. Und ich glaube, das ist ein großer Fortschritt, den wir da erreicht haben. Danke, Lucio. Als Letzten haben wir Claudius Schaufler vom Fraunhofer Institut für Arbeitsorganisation. Claudius Schaufler ist Abteilungsleiter dort für die Smart Urban Environment und hat auch ganz wesentlich an den Studien und an dem Film und so weiter mitgearbeitet, die wir hier präsentiert haben. Claudius, vielleicht kannst du uns kurz einen Überblick geben, was muss sich ändern, was müssen wir tun, um die Welt zu verändern und besser zu machen? Ja, danke, Wolfgang. Ich möchte einfach kurz den letzten Satz auch des Filmes nochmal aufgreifen. Lasst uns anfangen. Und da frage ich mich natürlich nicht nur, mit was sollen wir anfangen, sondern auch wie. Und wenn wir jetzt gerade so diese innovativen Designs und Architektur jetzt auch gesehen haben im Film, dann wäre natürlich heutzutage einiges davon gar nicht möglich. Also mit der aktuellen Flächen- und Objektplanung, dem Baurecht, würden sicherlich einige Gebäude davon nochmal anders aussehen.
Und deshalb, das knüpft jetzt auch sehr gut an die politischen Rahmenbedingungen des Vorredners an, dass wir viel mehr Transformationsräume eigentlich brauchen. Also Reallabore, die wirklich auch regulatorische Rahmenbedingungen temporär mal aussetzen, dass dann neue Leichtbauanwendungen, wie wir sie jetzt so vielfältig hier schon gehört haben, auch wirklich getestet werden können und deren Effektivitätssteigerung getestet werden kann. Und dass wir in diesen Reallaboren auch stärker von, ich sag mal, performativen Kriterien ausgehen, also eher die Dinge vom Ziel her denken. Deshalb ist so eine Visualisierung jetzt auch sehr wichtig und weniger vom Weg. Denn bisher, wie wir planen, ist ja, wir haben eine innovative Idee, versuchen die dann durch die Planungs- und Genehmigungsprozesse durchzubekommen, um am Ende merken zu müssen, dass diese Idee gar nicht mehr so innovativ ist und das Projekt, das dabei rauskommt. Und deshalb sollten wir uns viel mehr Gedanken machen, was ist denn dieses Zielkriterium? Vielleicht sogar Ressourcenschonung und so wenig Ressourcen für ein Bauprojekt zum Beispiel anzuwenden wie möglich und dann rückblickend von dort aus sich Gedanken zu machen, was für Prozesse bräuchten wir eigentlich, um das möglich zu machen. Also zusammengefasst, mehr innovationsfördernde Zielkriterien, weniger einschränkende Wegkriterien, aber dafür brauchen wir auch wirklich ein komplett neues Mindset eigentlich in den Planungsregulatorien. Da sind ganz klar Kommunen und Ministerien jetzt auch gefragt, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese Leichtbauanwendungen mit offensichtlich positiven Mehrwerten auch für die Umwelt überhaupt möglich werden. Herzlichen Dank dafür. Das ist, war jetzt nicht abgesprochen, ist aber das perfekte Stichwort zur Überleitung für die nächste Folie, die ich Ihnen zeigen möchte. Ich möchte Ihnen doch noch ein, zwei Folien zeigen hier. Und zwar geht es dort, herzlichen Dank an Sie alle erstmal, dass Sie mit dabei waren. Es geht in der nächsten Folie ganz kurz nochmal darum, wie wir in die Umsetzung kommen. Und der Claudius Schaufler hat das schon sehr gut angesprochen. Moment, fallen die Dinge auseinander. Wir haben für die Umsetzung haben wir mittlerweile einen ganzen Werkzeugkasten an Dingen, die wir zur Verfügung stellen können für Sie oder auch, wenn wir gemeinsam ein Projekt machen, um dahin zu kommen, das sehen Sie auf der rechten Seite, ein Quartier Leichtbau im urbanen System zu entwickeln. Also der Herr Schaufler hat es angesprochen, ein Realprojekt, an dem wir diese Dinge ausprobieren können, an denen wir diese entwickeln können. Und wir haben nun über den gesamten Prozess hinweg, also wenn wir allein über das Prinzip und die Akquise reden, wie wir denn eigentlich, wo wir denn sowas machen wollen, wem wir denn sowas nahebringen wollen, Städten, Kommunen, Immobilienentwicklern, haben wir Instrumente. Wir haben Instrumente, die die ökologischen und technischen Potenziale nachweisen und zeigen, wie groß diese sind. Wir können lokale Bedarfe ermitteln und Lösungsansätze darauf spezialisiert und zu maßgeschnitten entwickeln und letztendlich dann für die Ausschreibung, Planung und Umsetzung haben wir auch Instrumente. Und die haben wir hier nochmal kurz aufgeführt. Neben den Präsentationen, die Sie vielleicht schon in der Vergangenheit gesehen haben, haben wir jetzt diesen Film und das ist jetzt sozusagen die letzte Lücke, die wir schließen konnten in diesem Gesamtprozess, wie wir zu so einem Leichtbau- und urbanen System hinkommen, wie wir zu so einem Modellquartier hinkommen. Also dort Leute zu begeistern für die Idee und voranzubringen, diese Idee und in die Welt zu tragen, die Idee. Wir haben die ökologische und technologische Potenzialanalyse, das wissen Sie, schon vor langer Zeit machen lassen mit unserer Studie Leichtbau im urbanen System, in der wir ein Indikatorensystem entwickelt haben, wo diese ganzen Nachhaltigkeitsindikatoren aufgeführt sind. Das kann also sozusagen, das ist dieses Zielsystem, von dem der Herr Schaufler gesprochen hat. Wir haben zusammen mit dem Fraunhofer IAO Formate entwickelt, wie wir Bedarfe workshopartig in kurzen, zweieinhalbstündigen Co-Creation-Workshops der Anwohner, der Städtebauer, der Architekten, der Immobilienentwickler evaluieren können, um darauf dann unsere Leichtbauansätze anpassen zu können. Und das ist auch neu, das wissen Sie wahrscheinlich zum größten Teil auch noch nicht. Wir haben jetzt die eigentlich eine Luststudie 2.0 abgeschlossen, in der wir gemeinsam mit dem Fraunhofer IAO mal analysiert haben, wo die Hindernisse liegen. Es ist letztendlich das, was Herr Schaufler angesprochen hat, eine Prozessanalyse. Wo gibt es Dinge, die uns hindern daran, das Leichtbau im urbanen System umzusetzen und was müssen wir anders machen? Und das ist ein Werkzeug, mit dem wir eben jetzt auch in die Diskussion gehen können im Städtebau mit den entsprechenden Planern oder Immobilienentwicklern, Baugenossenschaften und so weiter und so fort.
Kurz gesagt, Sie wollen Nachhaltigkeit umsetzen, kommen Sie zu uns und wir reden darüber, wie wir das machen können, wie wir das angehen können. Wir haben alle Werkzeuge dafür und natürlich die Experten, wie Sie jetzt gesehen haben, die hier ihre Ideen mit einbringen können und dort zu einem richtigen Systemleichtbau kommen können. Ich danke Ihnen herzlich fürs Mitmachen, fürs Zuhören. Kurzer Hinweis noch auf unsere weiteren Veranstaltungen. Wir werden dieses Thema weitertreiben in unserem Symposium Leichtbau im urbanen System. Sie sind damit vertraut, das machen wir ja schon seit mehreren Jahren. Wir werden dieses Jahr am 15. Juli diese Konferenz veranstalten, durch automatisierte Fertigung den Leichtbau wirtschaftlich machen, wird das Thema sein. Also wir werden uns angucken, wie kann ich das denn tatsächlich wirtschaftlich, nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich bewältigen. Wir werden dort unter anderem auch das von Professor Blandini angesprochene Bauwerk in Stuttgart-Vaihingen besichtigen, also den adaptiven Turm, die adaptive Struktur dort. Also das ist sicherlich interessant für Sie, dort teilzunehmen. Und wir bieten auch in diesem Kontext am 13. und 14. Oktober diesen Jahres, so die Verhältnisse das dann zulassen, unsere Unternehmerreise in die Schweiz an, wo wir das Thema Mobilität, Architektur und Logistik Ihnen auch nochmal in interessanten Beispielen näher bringen wollen, wo wir aber auch eine Vernetzung mit der schweizerischen Bau- und Architekturszene vorantreiben wollen. Das wäre alles, was ich von meiner Seite zu sagen habe. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an die Leichtbauexperten für ihre Beteiligung und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Herzlichen Dank.